Moin! Heute ist unser zweiter ganzer Tag oder auch quasi schon der dritte Tag hier in Rom. Und wir machen uns jetzt wieder auf den Weg zum Tickethändler. Und zwar geht es heute wieder in die Stadt, diesmal aber nicht mit dem Zug, sondern mit dem Bus. Und nachdem wir gestern auch nicht mehr so viel gemacht hatten, haben noch den Blogbeitrag geschrieben, ein bisschen was Instagram und Facebook gemacht. Dann ging es auch für uns zu Bett. Und so sind wir jetzt heute Vormittag wieder auf Tour. Und haben auch wieder ein festgeplantes Ziel, was wir uns heute anschauen wollen. Und das werdet ihr jetzt im Laufe des Tages mitbekommen. Bis dann. Ciao. So, jetzt haben wir schon über eine halbe Stunde hier auf den Bus gewartet. Wir warten hier auf die Buslinie 33. Das einzige Mal, dass wir sie gesehen haben, war auf der Gegenrichtung. Allerdings hier in der Bushaltestelle, wo sie auch vorbeikommen sollte, war sie bisher nicht dabei. Es fuhren jeweils immer die anderen Buslinien. Und bevor wir jetzt quasi unser Ziel nicht mehr erreichen, zu dem festen Zeitpunkt, wo wir da sein müssen, haben wir uns jetzt überlegt, dass wir uns halt einfach ein Uber buchen. Das gibt es hier auch in Rom. Ist zwar ein bisschen teurer, allerdings einfacher halt, als jetzt ein Taxi anzuhalten, weil wir dann ja immer noch am Smartphone die Übersicht haben. Und bevor wir jetzt hier immer noch weiter warten und hoffen, dass der Bus kommt, was nicht der Fall zu sein scheint, machen wir uns jetzt einfach auf den Weg mit dem Uber zum Ziel, genau. Die Busfahrkarte ist deswegen nicht verfallen, weil die gilt erst nach dem ersten Lösen beim Bus, Zug oder Metro. Das heißt, die Karte können wir auch immer noch morgen oder nachher für den Rückweg nutzen und haben die damit auch nicht verschenkt. Gut, bis dann. Ciao.
Moin! Nachdem wir gestern wieder viel unterwegs waren und den Vatikan angeschaut hatten und noch einiges anderes, haben wir unsere heutigen Ziele etwas näher beieinander. Das heißt, vielleicht weniger Fußmarsch, was für uns ganz in Ordnung ist oder auch entgegenkommt. Das Wetter ist wieder super. Wir haben wieder Sonnenschein pur, sind irgendwas bei an die 30 Grad. Wir mögen das ja doch gerne so warm und sind jetzt quasi gerade los von der Unterkunft auf dem Weg zum Bahnhof, machen uns dann wieder mit der Bahn rein in die Stadt, nachdem auch der Plan gestern mit dem Bus nicht so ganz funktioniert hatte. Nichtsdestotrotz haben wir es ja gestern irgendwie geschafft und immerhin den Bus auch zurückgenommen. Aber naja, genau. Also lasst euch wieder mitnehmen und ihr seht gleich, was heute so folgt. Bis dann! Ihr könnt mich trotzdem gut hören. Wir waren jetzt heute im Kolosseum und haben uns das mal angeguckt, hatten da mehr oder weniger eine Tour gebucht, dass wir nicht so lange anstehen mussten, was sich auf jeden Fall lohnt, weil ich glaube, sonst steht man locker 30 bis eine Stunde. Ja, genau, und es war wirklich, wirklich sehr erstaunlich, wie groß das alles dort ist. Und genau, wir haben uns da echt Zeit genommen und dann gab es eben einen bestimmten Treffpunkt, wo wir uns wieder mit dem Guide getroffen haben und dann ging es weiter hier zum Palatine Hill und Forum Romano und da sind wir jetzt und es ist auch echt schön. Irgendwann denkt man natürlich jetzt hier wieder eine Ruine und da auch wieder eine, aber es ist echt schön und sich das anzugucken lohnt sich auf jeden Fall und so genießen wir den Tag. Hier ist es auch ganz angenehm, dass man mal hin und wieder im Schatten ist und nicht immer in der prallen Sonne, aber wir genießen es und freuen uns auf das, was wir vielleicht heute noch sehen werden. Tschüss.
hier bekannte Kulisse im Hintergrund. Genau, wir befinden uns wieder auf dem Rückweg zur Unterkunft. Wir sind jetzt gerade am Bahnhof angekommen, auf dem Weg zurück quasi von der Stadt, wo wir wieder ein bisschen mehr unterwegs waren. Es war nicht ganz so viel wie die letzten Tage, da unser heutiges Ausflugsziel, das Kolosseum, wie ihr es vielleicht schon mitbekommen hattet, Social Media oder sonst wie, und das Forum Romanum in der Palatine Hill waren recht nah beieinander. Das heißt, da hatten wir nicht so viel zu gehen. Und ja, Vivi, was meinst du, Kolosseum? Ja, hat sich auf jeden Fall gelohnt, der Besuch dort. War echt gigantisch, das zu sehen, und dadurch, dass immer nur eine bestimmte Anzahl von Leuten rein darf und sich das dann drin total verläuft, war das ja, echt gut auszuhalten. Es war natürlich heute auch wieder richtig heiß und im Vergleich zu gestern dann dadurch auch echt anstrengend, dadurch, dass man viel in der Sonne war. Aber der Besuch hat sich auf jeden Fall gelohnt. Genau, wir waren jetzt circa eine Stunde im Kolosseum drin, die Zeit hatte vollkommen ausgereicht. Von da oben konnten wir die Leute sehen, die unten quasi an der Warteschlange anstanden, sich ein Ticket gekauft hatten. Das würden wir nicht empfehlen, kauft euch die Tickets vorab online, auch wenn es meistens ein paar Euro mehr sind als die Tickets direkt unten an der Kasse. So müsst ihr da mal teilweise mit 2 bis 3 Stunden Wartezeiten rechnen. Und hinzu kommt dann auch, dass wir durch die Ansagen gehört haben, dass die Sicherheitskontrollen etwas länger waren. Ja, müsst ihr halt selber wissen. Man hatte zum Beispiel auf der anderen Seite aber mit den vorgekauften Tickets die Möglichkeiten, zum Beispiel noch die Arena zu betreten und anzusehen oder dann halt seinen extra Zugang, dass man gar nicht halt lange anstehen muss. Und das ist schon recht vorteilhaft. Ansonsten waren wir danach noch im Hardrock-Café in Rom, da haben wir noch vorbeigeschaut und sind dann von da aus über ein bisschen Umwege zu einer Metrostation hingegangen, womit wir quasi mit der richtigen Metrolinie zur nächsten größeren Bahnhof fahren konnten, sogar zum Hauptbahnhof waren wir erst noch. Und von da aus ging es dann jetzt zurück mit dem Zug zu unserem Bahnhof hier in der Nähe, wo wir dann jetzt zu Fuß zurück zur Unterkunft gehen. Genau, mal schauen, was morgen noch so alles ansteht. Und dann steht ja auch bald schon Etappe 2 parat. Also folgt uns weiterhin, bleibt dran und schaut, wie es weitergeht. Tschüss. Ciao.